Geil, der gleiche Hobel wie von Woodpecker und nur 18,99. Ich meine, wie schlecht kann der schon sein? So schlecht kann er gar nicht sein. Oder? Das fragen sich wahrscheinlich viele, denn wie wir alle wissen, die wunderbaren und schönen Woodpecker-Produkte sind im Moment, eigentlich schon nicht nur im Moment, sondern eine ganze Weile hier in Deutschland relativ schwer zu bekommen. Und ihr habt wahrscheinlich alle schon bei Instagram das Äquivalent von Woodpecker gesehen. Ein schöner Phasenhobel, der wahrscheinlich deutlich besser ist als dieser hier. Ich habe diesen Phasenhobel noch nie in der Hand gehabt, weil auch ich ihn nicht bekomme. Aber ich habe diesen hier und wir wollen ihn uns mal angucken, damit ihr im Zweifelsfall wisst, lohnt das oder lohnt das nicht? Ach, Leute. Ich fühle schon ein Problem. Lasst uns erstmal angucken, was wir hier haben. Wir haben auf jeden Fall auch einen Imbusschlüssel mit dabei und ich würde mal eins sagen, den brauchen wir auch direkt. Zuallererst, wir erkennen dieses Alternativprodukt ganz gut daran, dass hier eine Wasserwaage drin ist. Dazu kommen wir am Ende nochmal. Zuallererst sieht die Verarbeitung auf den ersten Blick schon nicht so toll aus. Das passt hier alles gar nicht überein. Wir haben hier überall die Stellschrauben. Ich befürchte, dass wir das nicht viel besser eingestellt kriegen, weil die wahrscheinlich gar kein Spiel haben. Wir probieren das trotzdem gleich mal. Wir gucken uns auch noch mal hier. Oh Gott. Wackelt das? Also, das ist alles ein bisschen wackelig. Wir schrauben das mal auseinander. Ich glaube, das Messer können wir auch gleich noch mal mitschärfen. Also das Ding so aus der Box heraus macht nicht so einen super tollen Eindruck, aber wir bauen es mal auseinander und gucken, was wir tunen können. Ich bin positiv überrascht, dass dieses Werkzeug auch von innen ja, rot ist. Was ich auch gerade festgestellt habe, wir haben nicht eine, sondern zwei Wasserwaagen. Nice. Also jetzt haben wir eigentlich schon Gewinn gemacht, weil wir schon zwei Wasserwaagen haben. Wahnsinn. Wir werden das Problem mit den Löchern gleich wahrscheinlich noch haben. Das sieht nämlich nicht so aus, als hätten die Spiel. Und das hier ist saustumpf. Ich habe das schon mal gesagt, testet das nicht so, wie ich das teste. Aber das ist, wir können damit so ein bisschen was abchiseln hier. Aber das ist auch ungefähr das weichste Holz, was es auf dieser Welt gibt. Und das Ding ist nicht scharf. Deswegen schärfen wir das jetzt zuallererst mal. Dann bauen wir die Möhre wieder zusammen und gucken, was können wir da rausholen. Denn ich glaube, vorher hätte das Ding überhaupt nicht gehobelt, weil es ist wirklich nicht scharf. Eingestellt ist es jetzt im Rahmen der Möglichkeiten besser. Also das Problem ist, dass diese Kanten einfach nicht wirklich, die passen nicht wirklich zusammen, egal wie wir die Schrauben hier verändern. Und das könnte ein bisschen doof sein. Dieses Profil hier unten soll ja natürlich im besten Fall an beiden Seiten genau gleich sein, so dass wir immer, egal wie wir den Hobel ziehen oder schieben, die gleiche Phase bearbeiten und nicht je nachdem, ob wir ihn ziehen oder schieben, den Winkel verändern. Das ist also schon mal etwas schwierig. Die Einstellungsmöglichkeit hier, das Messer wackelt dabei sehr, aber im Prinzip, glaube ich, funktioniert es zumindest so, dass man es einstellen kann. Wir wollen jetzt mal gucken, wenn man das Ganze feststellt. Selbst dann ist es noch ein bisschen wackelig. Egal, wir wollen nicht so viel meckern. Wir wollen jetzt gucken, ob das Ding hobelt, denn scharf ist er jetzt. Also im Prinzip müsste er jetzt auch gut hobeln. Also. Weiches Holz, Hobel, Lots.
Oh Gott! Let's go! Das war ein bisschen doll eingestellt. Sehr rabiate Phase gewesen. Wir hobeln sehr weiches Holz und ich drehe das hier, das ist die Arretierungsschraube, um das hier sozusagen zu locken, so fest ich kann. Achtung, ja, mehr geht nicht, sonst breche ich sie gleich ab. Jetzt kann ich das hier festdrehen, aber what? Ich kann es immer noch feststellen, beliebig in beide Richtungen. Und das Schlimme ist, ich muss hier nicht mal doll drehen. Und das führt dann zu sowas hier. Unsere Phase, selbst in weichem Holz, ist sehr ungleichmäßig und vor allen Dingen manchmal auch tiefer. Das liegt ein bisschen daran, dass der Hobel natürlich dazu neigt, ein bisschen reinzuhacken. Aber es liegt vor allen Dingen auch daran, dass, wenn wir drücken, wir dieses Messer in seiner Form verstellen können. Denn das Ganze ist hier ja nicht fest. Und das, ja, das ist ein Problem. Gerade auch, wenn wir an Harthölzer denken. Die nehmen wir uns jetzt noch mal eben vor. Und dann gibt es etwas ganz Schlimmes. Das hat mit dieser Wasserwaage zu tun. Was? Oh Gott! Das ist noch viel schlimmer. Oh Gott! Das ist das Ding. Woodpecker hat normalerweise, soweit ich weiß, eloxiertes Aluminium. Das ist nur lackiert und die Lackierung hält nicht mal. Oh Gott. Das ist natürlich die Katastrophe. Eine Phase machen wir meistens ganz am Ende des Projektes und wir sehen hier, oh Lord, da haben wir jetzt aber Farbe auf unserem Holz. Übrigens von dieser Kante auch. Und ich habe nicht mal wirklich doll gedrückt. Wir können ja mal einen anderen Test machen. Bleibt mal da, wo ihr seid. Das ist eine Scheißlackierung. Oh mein Gott. Für alle, die jetzt sagen, das ist bei Woodpecker genauso. Also, das hier ist unser 23 oder 20 Euro Wachsmalstift. Und das ist eloxiertes Aluminium. Das kann in diesem Fall gar nicht abfärben. Selbst wenn ich das nur über die Kante reibe, passiert nichts, außer dass die Kante kaputt geht. Das ist Müll. Einfach Müll. Also das ist Hühnerscheiße. Es gibt noch ein anderes Problem, was mich aus meinem Beruf als Produktdesigner hier natürlich total triggert. Das hier, und darüber brauchen wir uns nicht wirklich lange unterhalten, ist ein Plagiat. Was heißt das? Naja, es ist mehr oder weniger eine Kopie von dem Woodpecker-Werkzeug. Wirklich bis ins kleinste Detail ist das Ganze nachgebaut. Wie umgeht dieser Hobel wahrscheinlich das Problem? Naja, er hat eine Wasserwaage. Das hat ein Woodpecker-Hobel nicht. Aber wahrscheinlich ist das der Grund zu sagen, es ist ein anderes Werkzeug. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, welcher Mensch braucht in einem Handhobel eine Wasserwaage? Richtig, keiner. Welcher Mensch braucht in einer Wasserwaage, in einem Einhandhobel zwei Wasserwaagen? Niemand. Und wer braucht eine Wasserwaage in einem Werkzeug, wo keine Kante gerade ist? Das heißt, wir können damit sowieso nicht gucken, ob irgendwas im Wasser ist, weil wir das Ding gar nicht gerade und flächig hinstellen können. Das Problem ist ein bisschen bei solchen Plagiaten nicht nur, dass es ein Plagiat ist. Es ist schlecht nachgemacht, insofern wird es Woodpecker nicht wirklich schaden. Natürlich entsteht ein finanzieller Schaden, weil viele Leute wahrscheinlich das kaufen, weil sie sagen, haha, das ist ja viel günstiger. Aber wir sehen, es ist so beschissen, wahrscheinlich landet das bei den meisten Leuten sofort in der Tonne. Und auch ich würde euch komplett davon abraten, das Ganze zu kaufen. Nicht nur, weil es ein Plagiat ist und weil es schlecht ist, sondern weil es auch viel bessere Produkte gibt.
Und der Gedanke ist immer, wenn ich etwas nachmache, das gilt eigentlich auch für Menschen, die andere Menschen nachmachen, dann versuche ich immer etwas zu sein, was ich nicht bin und sende ganz viel Energie dahin, ich möchte so sein. Dieser Hobel möchte alles, er möchte ein Woodpecker-Hobel sein. Das Problem ist es nicht. Er ist auch keine Kopie, er ist einfach Schrott. Das Schöne ist, wenn ich eigenständig bin, wenn ich einfach mein eigenes Ding mache, wenn ich sage, ich möchte einen Phasenhobel bauen, aber ich bin völlig frei davon, wie der aussehen soll, dann kann ich etwas Eigenständiges machen. Und es gibt ganz viele Marken, so wie diese hier, die ich euch unten verlinke, die ein eigenständiges Produkt hat, was wunderbar funktioniert und was vor allen Dingen auch niemandem auf die Füße tritt, weil man versucht, ihn zu kopieren. Und das ist nicht nur ein Tipp, ob ihr diesen Hobel kaufen solltet oder nicht, sondern auch ein bisschen ein Life-Advice. Versucht, ihr selbst zu sein. Denn, wie gesagt, wenn ich jemandem anderes versuche, sozusagen sein Ich zu klauen, dann kommt wahrscheinlich meistens sowas dabei raus. Irgendwie eine total lausige Kopie. Denn jeder Mensch ist eigenartig. Eigenartig? Hat das auch, aber vor allen Dingen auch einzigartig. Und das ist gut so. Und bei Werkzeug ist es auch so. Versucht lieber Werkzeuge zu kaufen, die eigenständig sind, die nicht versuchen, etwas anderes zu sein. Ihr müsst auch nicht diesen Phasenhobel nehmen. Es gibt ganz viele andere Phasenhobel, japanischer Bauart, diverser Bauart. Oder ihr nehmt einfach irgendeinen anderen Hobel und hobelt eine Phase. Das geht auch. Ihr nehmt einfach den Hobel, haltet den so ein bisschen schief. Macht eine Phase. Vielleicht wird sie, wenn ihr nicht viel Übung habt, dann nicht unbedingt perfekt, aber sie wird auf jeden Fall besser als mit dieser Gurke, weil das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Gott, wie kann man so einen Scheiß verkaufen? Naja, also die Frage, ob ihr den kaufen sollt oder nicht, erübrigt sich. Nein, aus diversen Gründen. Aber ihr solltet pow, auf den Abo-Knopf hauen, denn ich freue mich. Rocco freut sich auch wenn er pennt, während ich hier auf die Werkbank smashe. Macht nichts. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Das Ding. Moment. Ciao.